Also, ich habe hier mal eine Fritzbox auseinandergenommen und normalerweise müsste jetzt hier eine von den Lampen irgendwie blinken, die tut aber nichts, obwohl das Kabel eingesteckt ist. Und jetzt könnte es hier sein, dass einer von den Kondensatoren hier in dem Bereich kaputt ist. Ich habe jetzt gerade schon mal mit der Thermokamera geguckt. Da habe ich diesen Bereich hier lokalisiert. Und ich habe jetzt mal auf Super Makro umgeschaltet. Und ich habe jetzt hier mal einen Tropfen Spiritus vorbereitet. Den kippe ich jetzt einfach mal auf die Platine. Und das Witzige ist, man sieht das Pulsen. Das habe ich mit der Thermokamera auch gesehen, dass das pulst. Und man kann auch sehen, dass ich einen Kondensator schon abmontiert habe, aber der Fehler ist immer noch auf der Platine. Also werde ich den nächsten größeren Kondensator mal demontieren. Das wäre dann der direkt unterhalb von dem IC ist. So, jetzt wackelt das nicht mehr. Jetzt kann ich euch das zeigen. Da ist die Messspitze und diesen da, das wird der nächste Kandidat sein, den ich dann runternehme und dann gucken wir mal, ob das Pulsen weg ist. Und dann dürfte theoretisch die Box auch wieder leuchten, weil das ist ein Kurzschluss auf der Platine und der bedeutet, dass die Box gar nicht startet. Wenn man den kurzen runternimmt, Auf. dann startet die Box auch wieder. Das ist der. Da ist der nächste Kondensator, den ich schon runtergefummelt habe. Mangels Heißluftstation ist das halt so eine Sache. Vor allen Dingen hier ist weniger Platz. Das heißt, ich kann nur von der linken Seite an den Kondensator mit dem Lötkolben, muss den dann auf Ultra-Bratmodus stellen. Und den werde ich dann runternehmen. Hoffentlich wird der dann insgesamt so heiß, dass der sich auf der rechten Seite auch von der Platine löst. Ich habe keine Lust, so wie hier, wieder irgendwas abreißen zu müssen. Aber unterm Strich die 7390, die jetzt hier drunter liegt, die ist ja sowieso schon Schrott. Und in dem Zusammenhang, ich kann hier nur gewinnen. So, und dann werden wir den da gleich mal runterzaubern. So, ich habe jetzt also hier auch den zweiten Kondensator runtergenommen. Da ist der Zeigestock. Das heißt, den Kondensator hatte ich zuerst, der war es aber nicht. Ich habe dann den hier runtergebraten, irgendwie. Ne? Ich habe hier nur einen Lötkolben. Da ist das so ein bisschen schwierig dann an der Stelle gewesen. Deswegen sieht das aus wie ein Schlachtfeld. Aber wenn ich jetzt den Stecker reinstecke, also Lampe wieder aus, normaler Modus aktiv. So, und jetzt habe ich hier schon den Stecker in der Hand. Den stecke ich jetzt mal rein und dann kann man hier, wenn das Board nicht wegrutscht, so, siehe da, Simsalabim. Das ist total absurd. Man schmeißt so ein Ding runter und die Box fährt wieder hoch. Ist total absurd. Und ich vermute mal, dass AVM auch nicht durchgibt, welcher Kondensator welchen Wert hat. Das wäre natürlich super, aber wahrscheinlich werden diese eben nicht rausrücken. Ich werde nochmal das Internet durchforsten, aber jetzt bootet erstmal die Büchse wieder. Das gibt's auch gar nicht, ey. Da kommt die WLAN-Lampe. Genau darauf habe ich jetzt noch kurz gewartet. Die WLAN-Lampe kommt. Und theoretisch, wenn ich jetzt hier eine von den beiden Tasten, die sind ja hier oben, wenn ich jetzt eine von den Tasten drücke, müsste irgendwas passieren. Drücke ich mal die eine Taste, jetzt müsste WLAN ausgehen. Ja, WLAN geht aus. Drücke ich jetzt die Taste nochmal, geht WLAN wieder an. Drücke ich jetzt die Decktaste, müsste jetzt Deckt leuchten. Ja, wunderbar, funktioniert alles. Also einen neuen Gigabit-Repeater. Herzlichen Glückwunsch.
Jo, also herzlichen Glückwunsch. Ich habe hier eine schrottige 7390 wieder zum Leben erweckt. Und warum, was habe ich getan? Ich habe einfach Bauteile vom Board entfernt und da kann man das Schlachtfeld sehen. Da war vorher ein Kondensator, den habe ich runtergenommen, aber das war der falsche. Ich habe dann den da drüber rausgefummelt. Das ist ein bisschen fummelig gewesen, weil hier an der Stelle natürlich gar kein Platz für einen Lötkolben ist. Aber mit Entfernen des defekten Teils leuchtet jetzt die Lampe wieder. Heißt, die Box hier funktioniert wieder. Man nimmt was runter und der Krempel funktioniert. Warum? Weil das defekte Teil einen kurzen hatte.